Wir sind jetzt hier sozusagen der Kinderstube des Botanischen Gartens. Der Botanische Garten beherbergt ja über 6000 Pflanzenarten und viele dieser Pflanzen ziehen wir eben auch selber an in unseren Anzuchtbereichen. Hier sehen Sie zum Beispiel ein Tiefbeet, in das abgesenkt ist, mit Heizrohren versehen ist, dass man eben auch im Freiland zu eher kälteren Jahreszeiten die Pflanzen anziehen kann. Wir bekommen durch Samentausch mit über 1000 Gärten weltweit Samenmaterial aus sehr seltener Pflanzen zugeschickt, die wir dann anziehen, selbst kultivieren, bevor wir sie auspflanzen. Das ist einerseits natürlich kostentechnisch sehr wichtig, andererseits sind wir sicher, dass es gutes und gesundes Pflanzenmaterial ist. Wir müssen natürlich manche Pflanzen auch in Gewächshäusern anziehen. Das ist sozusagen die Unterglas-Kinderstube. Hier sehen Sie verschiedene Sukkulente, also Dickblattgewächse und andere Sukkulente, die wir hier drin in den Gewächshäusern eben mit gewissen Klimabedingungen anziehen. Wir haben hier alles von Trockenheit, was man jetzt hier sieht, über mittelfeuchte Tropen, sehr feuchte Tropen bis hin auch zu stark benebelten Bereichen und können damit eben zusammen mit der Freilandanzucht praktisch den gesamten Bereich an Jungpflanzen abdecken, den wir brauchen.